So, hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei Ghost Raccoon, aber diesmal im Multiplayer. Wir haben den Dirk ja zu uns geholt und wollen heute mal ein paar erste Missionen spielen. Hallo. Hallo Dirk. Ja, schön, dass du Zeit hattest, dir mit mir zusammen mal Ghost Raccoon anzugucken. Also ich habe gestern 2,5 Stunden schon mal gespielt, habe nur die Einführungsmission gespielt, also noch keine weiterführende Mission. Also von daher bin ich noch ja fast der gleiche Frischling wie du bist. Okay. Ich habe nur schon durch die Einführungsmission ein paar Waffen, aber das ist nicht der Rede wert. So, also willst du Genau, fahren? Fahrzeug Soll oder ich fahren? Hubschrauber? Oh, fahr du. Okay. Du kannst natürlich jederzeit die MG da oben auch nehmen, ne? Ich glaube, da musst du C, meine ich, drücken. Ist, Nee, E ist verlassen. nee, nicht E, C. Aber da unten ist noch irgendwo eine Kiste. Ich denke, da ist eine Waffe dran. Ja, richtig. Ah ja, die Kiste hast du ja noch nicht. Warte, ich sitze nochmal zurück. Da kannst du sie holen gehen. Weiß nicht, wo die ist, aber Oh, ich weiß, wo sie ist. wahrscheinlich hier unten irgendwo. Genau, hier muss den Pfad runtergehen. Ich finde die Animation finde ich sehr cool. Okay, ich bringe Pfeile. Hier müssen wir lang. Glück. Ja, ich bin hier. So, hier müsste die Muss ich Kiste irgendwas stehen. zurecht. Hast du die? Ja. Okay. Weil ich bin hier schon gewesen, deswegen ich sehe nur Ah, die Credits. Symbole. Ja, manchmal sind da auch Waffen drin. Waffeln. Halt, dass du einfach so schräg hochlaufen kannst. Ja, dafür bin ich ja auch Weil erschöpft. ist hier laufen. Ja, klar. Ach ja, ich wollte ja fahren. Falsche Seite. Sorry, Gewohnheit. Ich hatte ja einen Monat lang keinen Führerschein. Ja, man sieht es auch. Aus definitiv gewöhnungsbedürftig, wenn man eine ganze Zeit Wildlands gespielt hat. Mal da links hier, der Wasserfall ist schön. Ich habe Missionen Wieder eine aktiviert. Kiste. Ja, ich vergesse das immer. Dann musst du hier runter und dann War kommst du nicht mit unten dem in eine Auto? Höhle rein. Ja, ich zeig dir nicht den Weg mit dem Auto. Nee. Das alle. Ich bin mit dem Auto, was da vorne steht, bin ich hier hingefahren. Deswegen steht das Auto noch da. Aber du hast keine Map, ne? Wenn du Doch, ausgestiegen bist. du musst Tab drücken. Ja, du hast aber nicht die ganze Zeit, oder? Nee. Du kannst hier halt mit Tab ein- und ausschalten. Das Blöde ist, dass wenn du dann Tab gedrückt hast, dann hast du auf der linken Seite auch die Missionsliste. Und die verdeckt, ich sag mal, ein Viertel vom Bildschirm. Also das ist ein bisschen nervig. So, jetzt will ich mal gucken, wie komme ich in meine. Ah, da bin ich. Oh, jetzt habe ich erstmal noch ein LMG. Ich nehme das andere lieber. Ich fahre den Wagen schon mal vor. Brauchst nicht so weit zu laufen. Da steigt hinten rein. Okay.
Das sind Freunde vor uns. Freunde ist gut. Freunde sind immer gut. Also das Einfachste ist entweder anschleichen oder einfach wegsnipern. Hören ohne Snipen. Na ja, und spiel mal anschleichen. Ach, dann wechsle ich die Waffe. Also okay, können wir, oder? Ja, warte. Dann nehme ich doch die Sniper. Also ich habe links. Du hast links, gut. Dann okay, dann bis wechseln die gerade. Okay. 3, 2, 1. Was ich sehr cool finde, du hast ja unten links, wenn du schießt, hast du X für die Schussfrequenz, ne? Mhm. Du hast B, wenn du einen Scope drauf hast, kannst du Scope wechseln. Ja. V kannst du Patronen wechseln, wenn du unterschiedliche hast. Und mit F kannst du den Silencer an- und ausschalten. Ja, Drohne habe ich ja noch nicht, ne? Ja, aber ich finde das cool. Ne, Drohne habe ich auch noch nicht. V hast du Nachtsicht und Infrarot später. Warum kriege ich eigentlich? Du liegst auf dem Boden. Ja, ich sehe, dass ich auf dem Boden liege, aber er steht nicht auf. Dann drück, jetzt steht er auf. So. B oder sowas? Ne, ich habe Steuerung wieder drücken müssen. Aber wenn ich nochmal C drücken wollte, nicht wieder aufstehen. Ich hab den schon ganz schön verbeult, fällt mir da gerade auf. Ach, Papa. Ja, was soll uns das sagen, ne? Okay, und wenn Gegner in der Nähe sind, kommt die Map wieder. Ja, du hast dann so einen roten Punkt. Willst du einsammeln? Ja, zumindest ist da vorne. Das ist gut, ja. Es ist eine Beta. Was soll ich sagen? Es ist eine Beta. Könnte natürlich sterben. Das wusste ich ja nicht, dass das passiert. Es war keine Absicht. Hier ist noch ein Fragezeichen und. Ja, stimmt, da ist noch was. Hast du eine Waffe gekriegt? Manchmal, wenn du die lootest, dann hast du auch Waffen. Achso, ne, ich hab jetzt keinen. Hätte gerne mit. Aha, da geht's runter. Ja, da ist wieder so eine Höhle. Ich komme auch mit, weil ich habe anfangs nicht gewusst, wie ich die Informationen sammle. Deswegen habe ich manchmal. Die Informationen noch nicht gesammelt. Entschuldigung. Okay, ich hab eine Hose gekriegt. Ja, immerhin. Wollen Hose kaufen? So, jetzt hätte ich theoretisch die Information richtig. Ja. So, auch mit I. Und dann musst du Space drücken, um die Information einzulesen. Space? Für die. Okay. Oh, es regnet. Ich sehe das erste Mal Regen. Und er sieht scheiße aus. Ah, ja. Beta. Ja, es sieht aus, als hätte man Striche ins Bild gemalt. Die sind viel zu dick. So sieht ja kein Regen aus. Nicht nur der Regen aus. Guck mal, die Bäume, das sieht voll komisch aus. Die Bäume bewegen sich voll hektisch gerade. Ja. Bei mir regnet es nicht. Hat irgendjemand. Bei dir regnet es nicht? Okay. Auch sehr merkwürdig. Ja, ich bin auf der Sonnenseite. Du bist auf der Sonne. Das Shiny Side of Life. Hast du alles eingesammelt hier? Es gibt offensichtlich Loot für uns beide. Ja, ich hab da aber. Also mit F kannst du. Okay. Ah, neue Schuhe. Oder kannst. Ich hab auch jemanden. Ich hab auch was gekriegt. Gut. Mit L kommst du ins Inventar. L. Ich frag mich nicht, wieso L. Ich fand L auch eine ziemlich beschissene Wahl. Ich guck, ich hab auch jemanden gekriegt. Warte, ich bin gerade im Inventar. Warum nicht I? Wo bist du? Ja, ich bin vorm Auto.
Ah, okay. Ich hab jemanden gekriegt. Warum sehe ich den nicht? Ich hab den auf der Schulter liegen. Ich sehe ihn wirklich nicht. Also ich sehe ihn auch nicht auf die Schulter liegen. Ich sehe nur, dass dein Arm Ja, etwas aber du merkwürdig steigst aber hält. schön aus. Ja, ne? Haben die Jutin hier gekriegt, ja. Ja, und ich habe So. offensichtlich kalt, weil ich habe mir gerade die Hände gerieben. Okay. Warte, ich nehme auch mal eine Leiche, dann siehst du wahrscheinlich, was ich meine. So, siehst du? Siehst du die Leiche? Ja. Du siehst sie, also ich sehe sie nicht. Verstauen. Oh, ich kann die Leiche verstauen. Was heißt das? Na, was wohl? Ins Auto. Kannst du verstauen. Auch nicht schlecht. Oh, komm, wir nehmen den mit. Das wird man wenigstens zu dritt. Das erhöht unsere Chance, wenn uns einer angreift. Fährt aber direkt wieder raus. Meinst du? Wechselt Ja, weil die direkt. Tür nicht richtig zugeht, ne? Ja, ich habe ihn angeschnallt, du. Safety first. Safety ist außerdem sexy, nicht zu vergessen. Ah ja, da müssen sie noch viel dran tun, wa? Ja, es ist ein Wetter. Klingt wie eine Jetzt wechselt man Entschuldigung, hier ist auch auch. eine. Reicht's den Gegner? Ja, fahren wir aber durch, ne? Das ist ein Fragezeichen. Ja, da ist noch ein Auto. Ja, und eine Kiste. Ja, hier sind Kisten, ja. Ne, ja, zwei Stück. Ja, genau. Du bist an einer vorbeigefahren. Ja, Entschuldigung, ich brauche eine Parklücke. Parklücke. Scheiße, Parklücke. Sag doch Und nicht, das nächstes ist Mal nehmen super wir ein Heli. kritisch. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht ein Merkmal. Nächstes Mal nehmen wir den Heli. Ja, ich wollte den Heli nicht nehmen, weil der super auffällig ist. Und ich hatte einfach die Befürchtung, dass wir dann noch abgeschossen werden können und so. Nee, du, ich Okay. glaube, du musst hier unten rein. Hier ist wieder eine Höhle. Ja, ich wollte aber die Kiste holen. Ja, die ist aber in der Höhle. Die ist nicht da oben. Glaub einfach einen Veteranen wie mir. Ich habe ja schon ewig dieses Spiel gespielt. Hat zumindest länger als ich. Deswegen sage ich ja ewig. Ah, hier ist ein Informationsding, was ich nicht geholt habe. Okay, dann holen wir es jetzt. Ewig untersuchen. So. Fundstück Okay. lokalisiert. Lagerinfos sammeln. Hier, um mich jetzt selber reich klettert. Ich finde Ja, diese Höhlen schön. die Bewegung muss definitiv besser werden. Ja, ein paar Animationen sehen ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, sie wollen ja Kritik. Ausdrücklich gewünscht, haben sie geschrieben. Also fand ich die Bewegung vom Wildlands im Moment besser. Sauberer. Also L ist Inventar, sagst L ist Inventar, ja. Und wenn du etwas Neues hast, dann ist er so grün markiert. du. Okay. Oder mit einem Aus. Nee, Quatsch, mit einem Ausrufezeichen. Vergesst das, weil ich grün markiert habe. Okay, die Sachen werden besser. Da sind Zeichen drauf. Ne? Beim Level 7, Level 8, Level 1 Sachen. Okay. Verstanden. Also Bewegung ist definitiv noch bewegungsbedürftig, Ja. weil das schnell irgendwo drüber klettern funktioniert hier nicht. Nein, das funktioniert nicht. Wobei es kommt, finde ich, das hat mich so ein bisschen gestört, dass es Division also fast schon zu ähnlich ist. Man kommt sich vor, als wenn man Division im Urwald spielen würde. Oder im Wald. Urwald ist ja auch schon übertrieben. Meinst du, soll ich mal ausprobieren, ob wir hier den Hang runterkommen? Nein.
Da wirst du schon wieder einen Führerschein abgeben. Ja, du kannst rausfeuern aus dem Fenster raus. Ja, ja. Da ist der Gegner Frage vor uns. Und eine Kiste. Moment, willst du die MG mal ausprobieren? Okay. Das ist besser. Ist ja gerade erst aus dem Auto gefallen. Du bist aus dem Auto geslidet. Ja, du aber auch. Eben. So, ich mach Aufklärung quasi. Also ich sehe nichts von hier aus. Nix. Brauchst du eine Drohne? Drohne. Die müssen auf der anderen Seite vom Haus sein. Ja, sind sie auch. Du hast so eine Anzeige, das ist so ein Halbkreis, der sich langsam schließt. Das ist, wenn du, wenn sie anfangen, dich zu entdecken. Viel bei. Oh, die kippen aber schön um. Ja. Ich bin gestorben. Im Ernst? Schon mal einer weniger. Ja, waren nur zwei. Okay. Ich finde auch, das Gras ist gewöhnungsbedürftig, ne? Also die Büsche oder was es sein sollen, die hier auf dem Boden liegen. Das finde ich, sieht auch nicht so wirklich realistisch aus. Unterschein, hier regnet. Irgendwas habe ich gleich Gras. Ja, ja, du findest, nee, du findest halt Bananen, Äpfel und so weiter. Die kannst du auch essen. Und das heißt, wenn ich in so ein Gebäude reingehen kann, finde ich bestimmt auch irgendeine andere Sachen auch, ne? Habe ich noch nicht versucht, ob du noch was anderes unterwegs finden kannst. Ich gehe einfach mal in das Haus rein. Der ist leer. Kannst du zumindest unterstellen hier. Ja, ja, vom Regen ein bisschen schützen, ne? Ja, das ist auch ungewohnt. Das ist halt nur für... Wollen wir den nehmen? Wir brauchen nicht so weit hochzulaufen. Das ist irgendwie... wenn ein Story-Verlauf folgt, dann sind das wohl verlassene Dörfer. Oh, der hat aber schön geslidet. Hui! Gleich wieder dreckig. Also bei Wildland ist es so, wenn du gegnerische Fahrzeuge nimmst, wird es nicht direkt entdeckt. Das scheint eine größere Gruppe da unten zu sein. Ja, sieht aus wie... Das sind vier? Vier, fünf? Kann man eigentlich irgendwie aufklären irgendwas, oder? Nee. Ja, du kannst dich nicht kannst nichts aufklären. Mit Drohnen oder sowas nicht? Nee. Du musst ja alles erst freischalten. Das ist gar nichts. Können wir uns vorbeischleichen? Du siehst vorbeischleichen aus. So. Okay. Gegnerischen Drohnen bin ich schon begegnet. Die sind fies. Wir entfernen uns halt nur den Punkt. Zumindest mit meinem Punkt, ich weiß nicht, ob du den hast. Ich woanders langfahren muss. Ob man die fahren darf? Warte mal, das muss ich jetzt gerade mal ausprobieren. Nee, kannst du nicht. Nee, das wäre aber cool. Das wäre, wenn sie die jetzt fahren dürfen, das wäre abgefahren. So, muss jetzt im Koffer haben. Dirk, ich kann dir zwischen die Beine schauen. Ein Kontrollpunkt da oben. Sollen wir mal gucken, ob wir die lustig machen können? Also, das ist so eine Kiste. Schauen wir mal hier.
So, wenn du halb an so eine Mauer rangehst, dann geht er automatisch so in einen Anlehnmodus. Ja, das ist ein, ne? Ja, ich sehe. Den kannst du theoretisch wegholen, weil ich kann auch nicht snipen. Ja. Da wollte sich gerade beschweren. Kommt ein Fahrzeug. Ein. Vorbei. Jetzt ist es stehen geblieben. Sie haben uns gesehen, weil sie haben zumindest den Schuss gehört. Ja. Einer steht rechts, und einer ist links. So. Den links habe ich. Die links, bist du rechts? Cool, ich krieg direkt einen Dicken. Über die AS2, ich hab mich bei mir AS2. Tja, tut mir leid, ich hab hier. Er hat eine Granate fallen lassen, bevor ich ihn gekillt habe. Deswegen brennt das Auto hier. Oh, brannte das Auto hier gerade. Es brennt nicht mehr, weil, ist ja auch logisch, es regnet. Nehmen wir mal die Waffe. Eine neue Gatling habe ich gekriegt. Die benutze ich hier nicht. Ich gehe lieber die Sache ruhig an. Meine Gatling kann man immer, habe ich zwar dabei quasi, nur für den Fall, dass es mal heiß wird. Ja, ich habe das gerade mit dem Handy fotografiert. Ja, ich meine, natürlich ist das mein Ernst. So, nehmen wir den hier. Raschauffeur, fahr mich bitte. Sitz mit. Ja, ich habe auch. Wir haben vergessen, die Leiche mitzunehmen. Oh, der ist aber lahm. Oh. Da wird alles so rot hier so links. Wollen wir mal wieder? Na klar, lass uns da hingehen. Da schießen. Ja, lass uns genau Schießübungen. Du brauchst ja noch Waffen. Mit Steuerung, ne? Aber das kennst du ja. Fahrzeug. Kannst du... Oh, das sieht aber hier lustig aus. Hab ich nicht gesehen. Nein, ich auch nicht. Das war aber knapp. Es scheint irgendwie, keine Ahnung, was ist das, ein Lager? Notfallzentral. Ah, da ist, sind drei Mann sind vom Haus, vier Mann sind vom Haus. Warte. Hab ich gesehen. Sind weg, kann's weitergehen. Da müssten aber noch zwei sein. Kommen jetzt drei. Da ist einer mit einer großen, bösen Waffe. Wer? Ja, mit einer Gatling einer. Der ist jetzt nach rechts gelaufen. Leider aus meinem Schussfeld raus. Ist tot. Und einer durchs Haus. Okay. Da läuft einer. Granate. Oh, nicht erwischt.
näher ran. Ich häng, mein Spiel hängt. Läuft es bei dir noch? Dirk, hörst du mich noch? Ja, bei mir läuft es noch, aber ich kann keinen killen. Ich stehe still. Wenn du gleich tot bist, so. Bam. Tja, ich würde sagen, ich muss leider neu starten. Lässt sich aber gerade nicht schließen. So, ich hab's gekillt. Was? Du hast das ein Spiel gekillt? Genau, ich hab ein Spiel gekillt. Jo, was soll ich sagen? Es ist Wetter. Da darf es auch mal abstürzen. Bist du noch drin im Spiel? Ich bin auch drin, ja. Okay. Warte. Ich mach grad den Raum. Alles frei hier. Einladen. Kann ich dir bei dir dann einsteigen? Ist ja egal, wer gerade führt. Oh, da sehe ich gerade. Ich kann die nächste Datei hochladen. Hab schon alles, so zwei Slots quasi frei gemacht. Das eben hab dann Ghost Raccoon Special dann die ganze Woche, nächste Woche läuft. Hallo, Spiel? Hallo. Hallo? Hallo? Ah, da kommt's. Ja, in dem Moment, wo ich so oder so gar nicht spielen kann, kann ich auch noch was announcen. Also ich werde bei den Multiplayer-Spielen ein bisschen was ändern. Wir haben ja bisher immer so gemacht, dass wir eben halb 45 Minuten Folgen haben. Ich werde diesmal nur 30 Minuten Folgen machen. Und wir werden nicht jedes Mal Hallo und Tschö sagen, weil das einfach aus dem Spielfluss raus ein bisschen zu sehr stört. Ne? Also bitte verzeiht uns das, dass wir da einfach dem Spielfluss, weil die Folgen so kurz sind, einfach zugunsten jetzt nicht mehr immer Hallo und Tschö sagen, sondern einfach, ja, einfach durchspielen sozusagen, ne? Und ich schneide dann das Ganze so, wie es mir auffällt, sage ich mal. Wie jetzt fällt es mir zum Beispiel auf und deswegen können wir jetzt mal kurz auch uns dann bei euch verabschieden aufgrund dessen. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaltet wieder ein. Wir sind wieder da für euch am Mittwoch im Multiplayer. Morgen kommt es im Solospiel. Also schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Also, bei dir gibt es.